Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wo auch immer Sie dann diese Aufnahme hören und sehen werden, gedenken, nicht vergessen, darum geht es an diesem Gründonnerstag. Nicht vergessen, Jesus möchte nicht vergessen sein. Und er gibt ein wunderbares Zeichen dafür, etwas, was man immer wieder wiederholen kann. Das Mahl, das Essen, das Trinken, das Gebet, aber auch genauso das Dienen, davon werden wir es nachher hören. Damit ihr nie vergesst, heute ist es ein wenig anders, der Gottesdienst in anderer Form, aber immer mit dem gleichen Ziel, damit ihr nie vergesst, was Jesus getan hat und was er eben auch heute tut. Ein ganz wichtiges Wort nachher im Hochgebet wird sein, heute, das ist heute. Was Jesus damals getan hat, das ist genauso heute. Bereiten wir uns, öffnen wir uns das Herz, ihm das Herz und singen das Kyrie. Thank you.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns alle Schuld, er führe uns zum ewigen Leben. Das festliche Gloria, das erst wieder in dieser Schönheit erklingt, in der Osternacht. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Das Passiafest war ein uraltes Hirtenfest. In Israel wurde es zusammen mit dem Fest des ungesäuerten Brote zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten gefeiert. Für jede Generation wird so das Ereignis der Befreiung aus der Knechtschaft neu gegenwärtig. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen.
Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen möchte. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig, es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das Abendmahl vor Jesu Tod ist sein Testament für uns. Seine tiefste Hingabe angesichts des Todes ist darin gegenwärtig. Tut dies zu meinem Gedächtnis, werden wir zweimal eindringlich aufgefordert.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüdern, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Passiafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, in den letzten Tagen gibt es ja ungeheuer viele Kommentare und Notizen und Hinweise und was auch immer zur Corona-Krise. Unter den vielen, habe ich gelesen, gab es auch solche, einzelne, aber immerhin, wo es heißt, die Kirchen wären also still gewesen. Sie hätten gar nicht protestiert, sie hätten ganz schnell sich den Anordnungen gefügt und sonst hätten sie ja nichts getan. Nun werden die einen, die das gelesen haben, gedacht haben, ja, das ist wieder typisch für die Kirche, sie macht da nichts. Und die anderen haben vielleicht nachgedacht und haben vor Ort auch mal geschaut, was gibt es denn eigentlich, und merkten, da hat offensichtlich jemand nicht recherchiert, sondern hat einfach sein Vorurteil beschrieben. Sonst hätte man nämlich relativ schnell gemerkt, dass die Kirche, und zwar alle, sehr wohl reagiert haben. Sehr schnell wurden Einkaufshilfen organisiert, auch unsere KJG hat das so gemacht. Es wurden ganz viele Verteilerlisten erstellt, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, Telefonate geführt, Briefe verteilt, neue Wege der Verkündigung mal ausprobiert. Unsere Bistumsleitung hat uns fast täglich mit Anweisungen und Regelungen bedacht, um Sicherheit zu schaffen, um Klarheit zu schaffen, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann die Notbetreuung in den Kitas, in den kirchlichen Schulen, überhaupt in den kirchlichen Krankenhäusern wie in allen Krankenhäusern und Kliniken und Beratungsstellen, die Menschen, die einfach ihre Arbeit tun. Man kann schlicht nicht sagen, Kirche habe hier irgendwie nichts getan. Und sie hat vor allen Dingen keine Sonderrechte gewünscht. Den Gottesdienst abzusagen, das heißt einfach auch die Sicherheit zu gewährleisten, dass sich nicht so viele Menschen versammeln, dass sich der Virus weitergegeben wird. Das ist auch eine Form des Dienstes. Was hätten wir anders machen sollen? Jetzt kann man fragen, wie komme ich drauf? Heute, Gründonnerstag, da feiern wir sozusagen die Quelle und den Motor für all den Einsatz für andere. Der Gründonnerstag, das ist das Gedächtnis des letzten Abendmahles auf eine ganz eigene Weise. Das tun wir ja sonst auch in jeder Messe, jeder Eucharistiefeier, jeder Abendmahlsfeier. Aber heute steht das im Zusammenhang, im größeren Zusammenhang. Vorspiel des Weges ans Kreuz, ins Grab und dann auch wieder daraus hervor. Es ist der Auftakt eines Ereignisses, das wirklich die Welt verändert hat. Dieses Mal hat es in sich. Es ist ein Symbol, es ist ganz dicht. Das war schon damals so, als die 12 Jünger sich mit Jesus versammelt hatten und sie dachten, wir feiern ein Pascha-Mahl, wie wir das sonst gewöhnt waren. Und irgendwie war alles doch anders. Der Kelch, der herumgereicht wird, ist noch dichter als sonst. Die uralten jüdischen Gebete, das Brot, Brotfladen, die damals ja wirklich, die man wirklich auseinanderteilen, reißen muss, um sie zu verteilen. Alles hat irgendwie mehr Bedeutung. Es geht um den Auszug aus Ägypten, ja, aber Jesus macht auch deutlich, es geht um ihn. Es geht um ihn, der durchzieht durch den Tod. Aber der zunächst mal eben auch in den Tod hineingeht. Das Johannesevangelium erzählt nicht, dass nehmt das Brot, nehmt meinen Leib, nehmt den Kelch, das ist mein Blut. Er setzt es wohl voraus für seine Gemeinde. Das können wir ja voraussetzen, aber er beschreibt als einziger die Fußwaschung. Jesus steht auf, er wird zum Sklaven, zum Diener, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus als Sklave.
Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das ist die Bewegung in dieser Abendmahlsfeier, sich hinunterzubeugen. Hätten wir einen ganzen Gottesdienst hier, dann würde die Fußwaschung dazugehören, aber das ist natürlich aus hygienischen Gründen dieses Jahr überhaupt nicht möglich. Und so müssen wir es uns vorstellen. Jesus wusste, wem er die Füße wusch. Er kannte sie alle, die da saßen, er kannte sie wahrscheinlich besser, als sie sich selber kannten. Fischer und Zeloten, einfache Männer aus Galiläa, einige von ihnen waren verheiratet, hatten Familien. Einige waren sehr hitzig, treu und mutig und feige nachher. Sie hatten ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt, sie sind mit ihm mitgelaufen, mitgegangen. Sie haben ihn erlebt in den guten Stunden und auch in den stillen. Aber sie wussten nicht, was ihnen noch bevorstand, welche Bewährungsprobe da noch auf sie zukam. Jesus wusste das, deswegen gab er ihnen nicht nur dieses Beispiel, sondern auch den Kelch und das Brot. Mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Für dich, für euch und für alle. Zwei Pole hat jeder Gründonnerstag, jede Eucharistiefeier. Das, was mit mir selber geschieht, was ich empfangen darf und das, was ich tun soll. Was an mir geschieht, wenn ich mir das vorstelle, dass Jesus meine Füße wäscht, mich ganz persönlich berührt, sich mir schenkt im Brot. Ich wünsche uns allen, dass wir das ganz schnell, ganz bald auch wieder richtig selber feiern und empfangen können. Und das andere, dass wir hinausgeschickt werden. Beugt euch, dient anderen. Und vielleicht ist das jetzt im Moment der Gottesdienst, der überall gefeiert wird. Natürlich gibt es sonst auch immer Diakonie und Caritas und einfach die Nachbarschaftshilfe, aber sie hat jetzt nochmal einen besonderen Stellenwert. An alle zu denken, die sich runterbeugen, die pflegen, die waschen, die gucken müssen, schauen müssen, dass sie selber geschützt sind und andere nicht in Gefahr bringen, in Altenheimen tätig sind, wo auch immer. Wo die Güte und die Liebe ist, da ist Gott. Das ist das eine. Und bleibet hier und wachet mit mir, mit dem Gedanken, mit der Anbetung, mit der wir hineingehen in die Nacht dann auch. Die zwei Pole, die zwei Liedrufe. Diakonie, helfen, ist jetzt wohl der Gottesdienst, der im Mittelpunkt steht. Organisiert, aber eben auch die Hilfe für den anderen, an die Nachbarn zu denken, an die Familienmitglieder, die ich jetzt nicht direkt sehen kann, mit denen ich anders in Kontakt bleiben muss. Die Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen, die mit ihnen lernen, aber auch einfach auch die Zeit sinnvoll gestalten sollen, können, die kranken Menschen, wo auch immer. Aber zu diesem diakonalen Gottesdienst gehört auch dazu, Abstand zu halten, sich die Hände zu waschen und zu Hause zu bleiben. Ganz paradox, aber sicher einfach auch wichtig. Kommunion an der Tür zum Nachbarn und auch dadurch, dass ich zu Hause bleibe. Und das möchte ich nicht versäumen zu sagen. Danke allen, die Dienste jetzt tun, die für andere da sind, die auf diese Weise ganz besonders Gründonnerstag feiern. Amen.
Jesus Christus hat beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen und sich als Diener aller gezeigt. Auch unsere Bitten sind Dienst an anderen. Lasst uns beten für alle, die überall auf der Welt sich den Kranken und Sterbenden zuwenden und immer mehr unter der Knappheit der Mittel leiden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Lasst uns beten um Kraft, Ausdauer und Freude aus dem Glauben für alle, die zu einem Dienst in der Kirche berufen und beauftragt sind, in den Gemeinden, im Bistum und in der Weltkirche. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns beten für die Kommunionkinder, die dieses Jahr länger auf ihre Erstkommunion warten müssen, für die Firmlinge und für alle Familien, die für ihre Kinder um die Taufe bitten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns beten für alle Opfer von Anschlägen, Krieg und Gewalt zwischen Volksgruppen, Einzelnen und in den Familien. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns beten für alle, die andere denunzieren, verraten und dem Tod ausliefern. Lasst uns heute auch beten für alle, die sich und andere über den Ernst der Lage täuschen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns schließlich beten für alle Verstorbenen, dass sie am ewigen Hochzeitsmahl teilnehmen und für ihre Angehörigen, die auch in ihrer Trauer eingeschränkt sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Dreifaltiger Gott, in der Eucharistie schenkst du uns Gemeinschaft mit dir und untereinander und stärkst uns zur Hingabe füreinander. Dafür danken wir dir und beten dich an, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, großer Gott, du bist heilig, du liebst die Menschen, du bist ihnen nah. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht für uns das Brot. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein, er heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden, das ist heute, nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt. Und bring dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Vater, wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit Christus und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe. Unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Peter, alle Bischöfe, Priester und Diakone und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das richtige Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mach deine Kirche immer mehr zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit,
damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen, schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes, wir sind es. Darum dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede Christi sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, tut es zum Gedenken an mich. So spricht der Herr.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Das Allerheiligste wird nun übertragen in den Seitenaltar. Wird Gelegenheit sein, bis heute Abend um 23 Uhr in dieser Kirche auch Anbetung zu halten. Bitte achten Sie auf die vorgegebene Zahl der Menschen, die sich hier aufhalten dürfen. Am Karfreitag ist schon ab 13 Uhr Gelegenheit zur Kreuzverehrung. Sie können auch Blumen mitbringen, die dann zum österlichen Schmuck verarbeitet werden. Kar-Samstag ist dann auch die Kirche zum Gebet geöffnet. Danke nochmals der KJG für die Bereitstellung der Technik. Die werden auch morgen, auch den Karfreitag nochmals aufnehmen und auch wohl noch Teile der Osternacht. Aber eines nach dem anderen, auch im Gebet, ist ja ein Tag nach dem anderen dieser drei Tage so wichtig. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Bleibet hier, wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet.